Hallo Leute, ich bin's der Tobi von Explore Creativity und das ist hier mein erstes Videotutorial, in dem ich euch heute zeigen möchte, wie ich meine Architekturfotos bearbeite. Ich wurde in den letzten Tagen und Wochen häufiger darauf angesprochen. Die Leute wollen gerne wissen, wie mache ich meine Bearbeitungsschritte, wie kriege ich diese Schatten und diese Lichtsetzung dahin, wie mache ich das mit dem Himmel, was kommt da alles rein, womit bearbeite ich das alles? Und ich dachte, bevor ich das jedem Einzelnen versuche, irgendwie schriftlich zu erklären, ist, glaube ich, die einfachste und effektivste Methode, auch für euch das zu lernen, die Form eines Videotutorials, eben eines Screencasts. Und genau das wollen wir heute machen. Ich will euch das ein bisschen erklären, alles anhand eines Beispielbildes, was ich rausgesucht habe. Das habt ihr auch vielleicht schon gesehen von mir. Und zwar will ich euch heute zeigen, wie ich dieses Bild hier bearbeitet habe. Das ist der Silver Tower in Frankfurt am Main. Jetzt die Hauptzentrale der Deutschen Bahn. Sehr hübsches Gebäude, eignet sich wunderbar für Architekturfotografie durch die runden, abgerundeten Formen. Auch die abgerundeten Fenster hier an den Kanten kann man super Sachen mitmachen. Und ja, ich will euch jetzt heute mal zeigen, wie ich zu diesem Ergebnis gekommen bin. Und dazu gucken wir uns an, welche Ebeneneinstellungen ich benutzt habe. Und ich werde gleich alle ausblenden und dann gehen wir jede Ebene nach und nach durch. Und dann erkläre ich euch, was ich da gemacht habe und wie ich das gemacht habe. So, schauen wir uns zuerst mal das Ursprungsbild an. Das ist dieses hier. Und so habe ich das Foto aufgenommen. Das ist jetzt schon nach der RAW-Konvertierung. Ich bearbeite alle meine Bilder erstmal grundsätzlich in Lightroom. Also in Lightroom werden alle Bilder reingegossen, nachdem ich sie von der Karte gezogen habe. Und was ich dann in Lightroom mache, ist halt so ein paar Grundanpassungen. Und dann sage ich in Lightroom, bearbeite das Bild jetzt in Photoshop. Ich benutze Photoshop und Lightroom CC. Ich habe das Creative Cloud Abo. Es geht auch mit älteren Versionen von Lightroom und Photoshop, allerdings nicht so angenehm. Photoshop CC hat den großen Vorteil, dass man den Camera Raw Filter jetzt mittlerweile einfach als Filter auf jede beliebige Ebene anwenden kann und das macht es auch ein bisschen leichter. Damit kann man den ganzen Workflow nämlich schön in Photoshop drin behalten. Und ja, das ist einfach ein bisschen angenehmer, als wenn man jedes Mal die Datei rausspeichern muss, neu importieren, dann die Änderungen machen, wieder rausspeichern, wieder neu importieren und so weiter. Aber um euch das kurz zu zeigen, ich sage also in Lightroom dieses Bild als Smart Object in Photoshop öffnen und dann habe ich hier diese unterste Ebene. Das ist meine Base-Ebene. Ganz wichtig an dieser Stelle schon mal, gewöhnt euch an, Ebenen vernünftig zu benennen. Das macht's enorm leichter, wenn ihr irgendwann ein Dokument habt, was aus vielen Ebenen besteht. Und das hier sind nicht viele Ebenen. Ich habe auch schon Bilder gemacht, bei denen ich hier reihenweise scrollen musste, um alle Ebenen noch zu sehen. Und dann ist es wirklich wichtig, dass die Ebenen vernünftig benannt sind, damit ihr sofort wisst, was ihr da gemacht habt. So, wir können jetzt hier einen Doppelklick auf diese Ebene machen und sehen dann, welche Einstellungen ich in Lightroom vorgenommen habe. Denn Lightroom ist ja nichts anderes als das Camera Raw Modul. Und von daher kann ich mir diese Einstellungen wieder reinholen. Und ich habe halt in Lightroom echt nicht viel gemacht. Das, was ich gemacht habe, ich habe die Lichter ganz runtergezogen, um halt möglichst viel Details in den Wolken zu erhalten. Was eigentlich irrelevant ist, weil die Wolken machen wir sowieso weg. Aber um auch möglichst viel Details hier in diesen schönen Spiegelungen und in der Lichtsetzung auf den Fenstern zu erhalten. Ich kann euch das mal zeigen. So. So sah es halt vorher aus. Es ist halt schon sehr hell gewesen und man sieht nicht so schön diese einzelnen kleinen Lichtreflexe da an der rechten Seite. Und so wird das schon ganz besser. Und ich habe die Klarheit hochgezogen. Klarheit ist bei Architekturfotografie ein super Regler, kann man viel mitmachen. Bei anderen Fotos muss man mit dem echt aufpassen. Bei Porträts ist er eher ungern genutzt. Wobei auch da kommt es natürlich aufs Subjekt an. Aber hier bei den Architekturfotos wirkt das Ding Wunder. Und ansonsten habe ich dem Bild nur noch eine Grundschärfe verpasst. Von Betrag 50 mit einer Maske, damit auch nur das Gebäude im Grunde geschärft wird. Hier kurzer Tipp: Wenn ihr diese Maskierung benutzt, haltet dabei die Alt-Taste gedrückt. Dann passiert nämlich das hier. Und ihr seht jetzt in weiß die Bereiche, die von der Schärfe beeinflusst werden. Und so könnt ihr sehr genau gucken, was ihr jetzt wirklich schärfen wollt und was nicht. So, das ist auch schon alles, was ich hier gemacht habe. Machen wir das wieder zu. Gut, jetzt rechnet das nochmal. Einfach nochmal so dann als Hinweis, wie arbeite ich? Ich arbeite hier mit dem Wacom Grafiktablett. Das kann ich auch echt jedem nur ans Herz legen, denn das macht gerade das Auswählen und das feine Justieren von Auswahl und auch das feine Justieren von Slidern einfach sehr viel einfacher. Die Haltung mit einem Stift ist einfach eine viel angenehmere
Und ihr könnt damit viel präziser arbeiten. Also große Empfehlung, kauft euch Grafiktablets, wenn ihr länger als eine halbe Stunde an einem Bild retuschiert. Das macht sich echt bezahlt. So, nächster Schritt. Was habe ich als nächstes gemacht? Ich habe erstmal diese Ebene dupliziert und gerastert, damit das Smart Object verschwindet und ich darauf malen kann. Und das ist hier meine Auswahl- und Retusche-Ebene, habe ich sie genannt. Die heißt so, weil ich da zuerst einmal kleine Retuschearbeiten gemacht habe, kleine Sachen weggemacht habe, die nicht stören. Gucken uns das mal an. So sah es vorher aus. Wir haben hier in der Ecke noch so ein bisschen Grün von einem Baum, der da stand. Wir haben hier so kleine Macken in der Fassade und im Glas und hier so ein bisschen Farbverschiebungen und so. Die habe ich da jetzt erstmal alle weggemacht. Dafür habe ich entweder den Klonstempel benutzt, der allerdings immer ein bisschen fummelig anzuwenden ist, aber für das meiste, gerade hier für diese Ecken auf der Fassade, also hier, 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 dafür nehme ich fast immer das Ausbessern-Werkzeug. Total gutes Ding. Funktioniert auch in jeder Photoshop-Version besser. Also das ist so mein Go-To-Werkzeug, wenn es um generelle Retuschen geht. Ja. Das habe ich erstmal da gemacht. Und dann benutze ich diese Ebene jetzt als Basis für meine Auswahl. Und Auswahlen sind das, worauf es echt ankommt, wenn ihr hier präzise arbeiten wollt. Ihr braucht saubere Auswahlen von dem Gebäude, von einzelnen Gebäudeteilen und vom Himmel. Und ich fange eigentlich immer mit dem Himmel an. Ich mache mir zuerst also eine Auswahl, die den kompletten Himmel abdeckt. Und ja, arbeite darauf dann weiter, weil ich arbeite halt zuerst am Himmel, bevor ich mich um das Gebäude kümmere. Es gibt jetzt verschiedene Arten, wie ihr eine vernünftige Auswahl machen könnt. Darauf will ich jetzt gar nicht so groß im Detail eingehen. Da gibt es andere Tutorials, die sich nur damit beschäftigen. Aber wichtig ist einfach, macht euch präzise Auswahlen. Und da hilft euch auf jeden Fall wieder ein Grafiktablett. Ja, und dann noch ganz wichtig, speichert euch diese Auswahl noch ab. Ihr braucht die zwischendurch immer wieder. Es ist nichts ärgerlicher, als wenn man dann irgendwie seine ganze Auswahl nochmal machen muss und dann ist sie doch nicht so ganz präzise wie vielleicht die erste, die man gemacht hat. Ihr könnt also einfach, wenn ihr eine Auswahl habt, ich lade die jetzt einfach mal hier rein, hier, wenn ihr dann irgendein Auswahlwerkzeug auswählt, könnt ihr einfach einen Rechtsklick in diesem Bereich machen und dann auf Auswahl speichern gehen. Und was dann passiert, ist, dass ihr hier unter Kanäle alle diese Auswahlen habt und die einfach mit einem Command-Klick, ich bin hier auf dem Mac, auf Windows ist es dann wahrscheinlich ein Steuerung-Klick, euch diese einzelnen Auswahlen alle laden könnt. Und so könnt ihr immer wieder darauf zugreifen. Dann könnt ihr einfach wieder auf die Ebene wechseln und die Auswahl bleibt bestehen und ihr könnt dann mit der Auswahl arbeiten. Machen wir die wieder weg. Achso, an dieser Stelle noch, ich arbeite auch viel mit Shortcuts. Ich werde versuchen, dran zu denken, die zu sagen. Das ist auch etwas, was unheimlich nützlich ist, was ihr euch aneignen solltet. Einfach ein paar Shortcuts, die den Workflow extrem erleichtern. Ich kann auch lange nicht alle Photoshop Shortcuts, aber die, die ich kann, machen mir die Arbeit sehr viel leichter. In dem Fall zum Beispiel, um eine Auswahl wieder zu beenden, Command D als Shortcut hebt halt eine Auswahl auf. Und jetzt dann eben wieder ein Command-Klick auf diese Auswahl, die ich da gemacht habe. Und das ist jetzt meine Himmelauswahl. So, was ich dann gemacht habe, ist zuallererst mal diesen Himmel einfach schwarz einfärben. Einfach einen Pinsel nehmen, schwarze Farbe, 100% Deckung, drüber pinseln. Die Auswahl habt ihr ja gemacht, ihr könnt also nicht übermalen. Und dann habt ihr den Himmel schon mal schwarz. Und das ist so meine Basis, worauf ich dann irgendwie aufbaue und den Himmel mir ersetze im Grunde. Ihr könnt jetzt hier, das ist ein ganz guter Tipp an dieser Stelle, um die Auswahl noch weiter zu verbessern, mache ich das ganz häufig, dass ich mir meine Grundauswahl mache vom Himmel, den Himmel schwarz male und dann wirklich krass reinzoome. Meistens so weit, wie es geht. Das ist dann, ich glaube, 500%. 300, 400, 500. Ja, und ab hier kriegen wir das Raster, also 500%. Und jetzt könnt ihr diese Kante wirklich auf Pixelebene genau machen, indem ihr euch einfach einen Pinsel nehmt mit B, Pinselwerkzeug. Macht euch das Ganze dem möglichst klein mit einer möglichst harten Kante. Schwarzer Pinsel und jetzt könnt ihr hier diese Kante exakt entlang fahren. Und wenn ihr dann nämlich am Ende, wenn ihr damit fertig seid, wieder mit einem Command-Klick auf diese Ebene draufklickt, ist das, was ihr da jetzt neu schwarz gemalt habt, eure neue Auswahl. So, die könnt ihr dann wieder speichern und habt eine extrem präzise Auswahl auf diese Art und Weise. Gut, so viel dazu.
Was kommt als nächstes? Als nächstes kommt bei mir dann immer der neue Himmel, die Wolken. Für die meisten Architektur wurde es ist mittlerweile zu einem Trend geworden, dass man ein, zwei Wolkenstreifen reinsetzt, die so aussehen, als seien sie durch eine Langzeitbelichtung. Man kann natürlich auch direkt eine Langzeitbelichtung machen. Das kann ich auch nur jedem empfehlen. Wenn man das Ganze bereits in Camera fertig hat, spart man sich nämlich diesen ganzen Quatsch hier. Viele haben aber nicht die Zeit, nicht die Geduld, nicht die Lust oder der Himmel ist auch einfach scheiße, sodass man sich das manchmal nicht aussuchen kann und dann baut man sich halt einfach hier einen neuen Himmel rein. Und das passiert jetzt mit dieser Ebene. So sieht mein Himmel am Ende aus. Wie habe ich das jetzt gemacht? Ich habe zuerst mal mir diese Himmelauswahl wieder geladen, hier eine neue Ebene gemacht und habe dann den Filter Renderfilter Wolken benutzt. Dann ist hier alles voller Wolken. Solcher Wolken. Dann gehe ich daher, nehme mir das Radiergummi. Kann jetzt hier nicht angezeigt werden, weil ich es mittlerweile zum Smart Object gemacht habe. Wenn es noch kein Smart Object, sondern nur eine neue Ebene mit den Wolken ist, dann könnt ihr auch hier das Radiergummi benutzen und radiere mir die Wolken wieder weg, bis auf die, die ich haben will. Die ich dann irgendwie verzerren will und die ich dann hübsch finde. Ich habe hier in dem Fall jetzt zwei gelassen und ich hatte mir bereits vorher überlegt, dass ich möchte, dass die Wolken so von rechts unten nach links oben fließen, um so ein bisschen die Form des Gebäudes von dieser Seite her zu unterstützen. So, wenn also diese Wolken da so weit drin sind, wie ihr sie haben wollt, bin ich dahergegangen und habe ein Smart Object aus der Ebene gemacht. Das hat einfach den Vorteil, dass ich alle Filter, die ich ab jetzt auf dieses Smart Object anwende, der Reihe nach wieder an- und ausschalten kann und auch wieder nachträglich noch verändern kann. Ich mache die alle mal an. Ich habe hier drei Filter drauf und wir fangen jetzt einfach mal unten an. Jetzt dauert es immer einen Moment, wenn ich die einzelnen Filter ausmache, weil er das komplette Bild dann neu rendert. So. Der erste Filter, den ich angewendet habe, ist Bewegungsunschärfe. Und wir gucken uns mal an, was ich da gemacht habe. Da kann man also den Winkel einstellen. Ich habe den Winkel dann eben so gewählt, dass er ungefähr die Form des Gebäudes unterstützt. Und meistens mache ich bei der ersten Bewegungsunschärfe immer einen Abstand von 1000 Pixeln, dass es also richtig schön verzieht. Das sieht dann so aus. Danach gehe ich meistens daher und mache nochmal Bewegungsunschärfe drauf. Achtet jetzt mal drauf, was passiert. So, die Wolken sind jetzt ein bisschen weicher geworden. Sie haben nicht mehr so harte Kanten bekommen und die einzelnen Übergänge sind deutlich weicher geworden. Was habe ich dann hier gemacht? Ich habe den Filter, den Winkel um 5 Grad verändert. Das erzeugt diese Weichheit da drin, weil sich dann die Bewegungen so ein bisschen gegenseitig überlagern und nehmen dann nochmal einen Abstand von 500. Man könnte auch nochmal einen Abstand von 1000 nehmen, dann wären die Wolken aber sehr lang. Und je größer der Abstand ist, desto weniger weiß werden die Wolken aus. Sie verlieren also an Helligkeit. Deshalb nehme ich da dann nur nochmal 500. Und das sieht dann so aus. Und dann habe ich zu guter Letzt noch einen Camera Raw Filter drüber gemacht, indem ich vor allem nochmal Klarheit, Kontrast und die Lichter betont habe, um den Wolken dann doch noch wieder ein bisschen Struktur einzuhauchen. Das sieht dann so aus. Können auch noch mal kurz gucken, was ich genau dort angewendet habe. So, hier. Kontrast voll hochgezogen, Lichter voll hochgezogen, Klarheit voll hochgezogen, das war's. Und das sorgt einfach dafür, dass die Wolken noch mal schön Struktur bekommen. So, jetzt kommt erst die eigentliche Schwarz-Weiß-Umsetzung. Ich benutze, wenn ich mir den Himmel ohnehin schwarz mache, der also bereits schwarz-weiß ist, benutze ich für die Schwarz-Weiß-Konvertierung immer die Verlaufsumsetzung, weil die von vornherein sehr hübsche Kontraste erzeugt. Man kann, wenn man die anpassen will, kann man hier in diesen Verlauf reingehen und sich dann hier diesen Schwarzpunkt ein bisschen verziehen, den Weißpunkt ein bisschen verziehen und wenn man das macht, bekommt zum Beispiel das Schwarz schwärzer, schwarzer machen, das Weiß weißer. Da hat man aber auch hier noch diesen dritten Punkt in der Mitte, den kann man sich auch ein bisschen verziehen, um die mittleren Grautöne anzupassen. Funktioniert super, erzeugt einfach ganz tolle Ergebnisse und ist ein bisschen einfacher zu bedienen als die typische Schwarz-Weiß-Korrektur, wie wir sie hier haben.
Wenn ihr den Himmel behaltet, euren ursprünglichen Himmel, dann nehmt lieber die Schwarz-Weiß-Korrektur, weil bei der habt ihr den Vorteil, dass ihr hier die einzelnen Farbwerte nochmal anpassen könnt. Ihr könnt dann also nochmal nachträglich in der Schwarz-Weiß-Korrektur den Himmel, die Blautöne im Himmel, heller oder dunkler machen. Da habt ihr also noch ein bisschen Kontrolle über den Himmel. Das brauchen wir jetzt nicht, es kommt wieder weg. So, da habe ich also auch gar nicht viel gemacht. Ich habe nur die Mitteltöne noch ein bisschen runtergezogen. Das war es aber auch schon. So, und dann kommt auch schon der große Punkt, der eigentlich diese ganze Bearbeitung ausmacht, nämlich die Gradienten, die Schwarz-Weiß-Verläufe, die ich auf das Bild lege. Und dazu ist jetzt eben wichtig, dass ihr saubere Auswahlen habt. Ich habe mir also vorher überlegt, welche Teile des Gebäudes möchte ich wie betonen. Das ist ein Prozess, den man vorher machen sollte. Ansonsten probiert man stundenlang rum und man ist irgendwie nie zufrieden. Deshalb überlegt euch das vorher. Und bei so einem Gebäude wie hier bietet es sich natürlich irgendwie an, diese Kanten zu betonen. Denn die sind einfach schon sehr prominent, hier auch und eben auch hier diese Kante nochmal. Da kann man also viel mitmachen. Und dazu habe ich mir halt im Vorfeld mehrere Ebenen angelegt, mehrere Auswahlen angelegt. Also die Himmelsauswahl, die hatten wir ja schon. Ich habe einmal hier unten diesen unteren Teil dieses Überhangs mir ausgewählt. Dann haben wir einmal die Hauptfassade des Hauptgebäudes, also außer diesem Bereich hier unten und dann hier an der Seite entlang, einmal das komplette Gebäude. Und dann nochmal dieses Nebengebäude auf der rechten Seite separat ausgewählt. Und dann noch einmal das gesamte Gebäude ausgewählt. Das sind also meine Auswahl, mit denen ich arbeite. Und man kann das natürlich noch feiner machen, wenn man möchte. Man könnte zum Beispiel hier diesen zweiten Teil nochmal separat auswählen, um den separat bearbeiten zu können. Kann man sicherlich machen, habe ich noch nicht ausprobiert. Würden sicherlich auch geile Ergebnisse rauskommen. Ich habe es einfach jetzt so gemacht, von daher schauen wir uns das einfach mal an. So. Und nachdem diese ganzen Schwarz-Weiß-Gradienten dann drauf sind, sieht das dann Ganze nämlich so aus. Geil, oder? Das macht aber schon deutlich mehr her. Wir gucken uns jetzt aber mal an, was ich da einzeln genau gemacht habe und wie das denn dann konkret funktioniert. Und dazu blende ich die jetzt alle mal wieder aus. Bis auf die erste. So. Ich habe also angefangen hier unten mit dem Teil. Der war mir einfach zu dunkel. Das heißt, ich habe mir diese Auswahl genommen. Habe eine neue Ebene angelegt. Und habe dann auf dieser Ebene einen Verlauf erzeugt. Und zwar hier mit dem Verlaufswerkzeug. Dann könnt ihr hier oben in den Verlauf reingehen und habt dann hier euren Verlauf. Fangt am besten einfach mal erstmal an, wirklich mit einem Verlauf von rein weiß zu rein schwarz. Damit kriegt man am ehesten eine Idee, was dieses Tool wirklich macht. Wenn wir uns das jetzt mal hier einblenden, wenn ihr das erstmal macht, sieht das so aus. Das ist jetzt ein Verlauf von weiß zu grau. Warum ich das gemacht habe, erkläre ich hier später. Aber erstmal so sieht das Ganze aus. Wenn ihr diesen Verlauf da reingezeichnet habt, sieht natürlich so scheiße aus. Das heißt, was wollt ihr machen? Ihr wollt die Ebenenmethode, diese Mischmethode hier, die muss für diese ganzen Gradientenebenen auf weiches Licht gestellt werden. Dann passiert nämlich das. Was da genau passiert, ist, dass die Bereiche des Verlaufs, die über 50% grau sind, also zwischen weiß und 50% grau, die werden in dem Bild jetzt aufgehellt. Alle Bereiche, die unter 50% grau, zwischen schwarz und 50% grau sind, die werden abgedunkelt. Das ist das hier hinten. Und auf diese Art und Weise kann man sich halt so einzelne Spots hier reinsetzen. Ihr habt jetzt nämlich auch in diesem Verlaufswerkzeug hier oben verschiedene Arten, wie so ein Verlauf aussehen kann. Zum Beispiel, wir stellen das nochmal kurz wieder auf normal um. Da kann man besser sehen, wie der Verlauf sich auswirkt. Das ist jetzt ein Radialverlauf. Das heißt, der erzeugt vom Punkt meiner Maus bis dahin, wo ich ziehe, ein kreisförmiges Licht. So sieht das dann zum Beispiel aus. Dann stellen wir auf weiches Licht um. Und jetzt ist es zu dunkel, weil der Verlauf zu dunkel ist. Aber vorher habt ihr ja schon gesehen, wie es aussieht. Ne? Also das ist auf jeden Fall die Technik dahinter. Man kann jetzt eben noch andere Arten des Verlaufes nehmen. Man kann halt einen klassischen Verlauf mit einer geraden Kante wählen. Dann kriegt man so einen Helligkeitsverlauf. Was ich sehr mag, ist dieser Streifenverlauf, den man benutzen kann, um einen einzelnen Lichtstreifen zu erzeugen. Und links und rechts ist dann alles dunkel.
Also da gibt es verschiedene Methoden und da müsst ihr einfach mal ausprobieren, was da irgendwie für die jeweilige Gebäudestruktur, für die Kante und für das, was ihr erreichen wollt, am ehesten passt. Machen das jetzt mal alles wieder zurück. Bis hierhin, genau, das war mein ursprünglicher Verlauf. Wieder weiches Licht und zack, dann sieht das Ganze so aus. Bin jetzt hier nicht von weiß auf schwarz, sondern nur von weiß auf grau gegangen. Wenn ihr in diesem Verlauf als dunkelste Farbe 50% grau wählt, also ihr wählt euch diese Farbe aus, geht hier auf Farbe und könnt dann hier mal so hergehen, bis da dieser B-Wert, ihr seht diesen B-Wert Prozent, 40, 45, 48, 49, 50. Wenn dieser B-Wert 50% hat, das ist ein 50%iges Grau, und dieses Grau verändert die Helligkeit nicht im Bild. Und damit könnt ihr nämlich Verläufe erzeugen, die von hell zu neutral gehen oder von dunkel zu neutral. Der Bereich hier unten ist halt schon sehr dunkel, quasi schwarz. Den will ich nicht noch weiter abdunkeln, das sieht sonst doof aus. Also mache ich mir einen Verlauf von weiß zu 50% grau und auf diese Art und Weise kriege ich hier nur diesen Lichtschein rein und lasse diesen Bereich unangetastet von der Helligkeit her. So. Das Ganze war mir jetzt aber noch nicht hell genug an dieser Stelle. Von daher, was habe ich gemacht? Ich habe mir noch eine Ebene angelegt, wieder die Auswahl geladen und habe dort einfach diesen Verlauf nochmal angewendet. Mit genau den gleichen Einstellungen. Man hätte im Grunde auch diese Ebene einfach nehmen können und sie duplizieren können. Funktioniert beides. Einfach um diesen Effekt noch ein bisschen heller zu kriegen. So. Als nächstes habe ich mir dann die Hauptfassade angeguckt. Also wieder Auswahl laden. Und hier hatte ich mir von vornherein schon vorgestellt, da sähe es bestimmt geil aus, wenn man einfach so einen Lichtstreifen hier auf dieser mittleren Kante hat. Also habe ich da als Verlauf diesen Strichverlauf genommen, wie auch immer er heißt, und den wirklich von schwarz zu weiß gemacht, denn die Fassade ist sehr hell. Die verträgt es also, wenn man sie an den Rändern noch abdunkelt, also da ein Verlauf wirklich von schwarz zu weiß. Und das sah dann so aus. Nach der ersten Instanz. Wir haben also hier diesen Lichtstrahl. Ich kann das auch nochmal auf normal umstellen, damit ihr genau seht, wie der Verlauf ist. Relativ dicker Lichtstrahl und links und rechts wird er wirklich komplett schwarz. So. Dann habe ich mir überlegt, okay, das ist schon so ganz geil, aber irgendwie verlieren dadurch halt die Seitenteile des Gebäudes so ein bisschen ihr Interesse. Also wenn es halt zu dunkel wirkt, dann guckt man da auch nicht mehr hin. Und wenn man jetzt so den Streifen in der Mitte hätte, schön und gut, aber irgendwie fehlt dann noch was. Also bin ich dahergegangen und habe mir einfach noch weitere Streiflichter reingebaut. Und zwar eins auf der linken Seite. Gucken wir da auch nochmal, wie das im Original aussieht, nämlich so. Da habe ich wieder statt schwarz ein etwas helleres Grau genommen, damit ich den restlichen Bereich des Turms nicht noch unnötig weiter abdunkle. Ein bisschen dunkler konnte ja schon noch werden. Das sieht man ja auch, den Unterschied hier und hier. Aber ich wollte ihn eben nicht ganz schwarz haben. Und dann das Ganze nochmal auf der rechten Seite. So. Und damit hatte ich mein Licht für die Hauptfassade fertig und damit war ich jetzt ganz zufrieden. Das fand ich, sieht so geil aus. Was ich jetzt noch gemacht habe, ist Kurvenwerkzeug. Einfach, um noch ein bisschen den Kontrast anzuheben. Ich habe die Auswahl also behalten in diesem Bereich und habe jetzt so auf der ganzen Hauptfassade einfach noch minimal den Kontrast angehoben. Sieht man dann hier. Es hebt einfach nochmal so ein bisschen die hellen Bereiche hervor, dunkelt das, was unnötig ist, noch so ein bisschen weiter ab. Das macht es einfach noch ein bisschen definierter. So, und dann bin ich rübergegangen zu dem Tower auf der rechten Seite. Hier. Und da habe ich mir auch noch mal ein Streiflichtchen gemacht. Und zwar genau auf die Kante. Die war ja bereits vorher betont, wenn man sich das hier noch mal anguckt. Wenn ich also, nee, das war die falsche Ebene. Das ist die richtige Ebene. Wenn ich ausblende, man sieht bereits hier so einen Lichtstrahl. Und den habe ich im Grunde einfach nur noch mal verstärkt und gleichzeitig eben die restlichen Bereiche abgedunkelt. Durch das Abdunkeln treten nämlich diese hellen Reflexionen von den Fenstern hier nochmal besonders schön hervor. Und das war das, was ich erreichen wollte. Also das Normal ist ja eben ein sehr schmaler Streifen, wirklich von weiß zu schwarz. Dann wieder auf weiches Licht gestellt. Und dann kriegt man hier diese einzelnen Reflexionen sehr schön raus, weil die einfach zu hell sind, als dass sie von dem Schwarz wirklich massiv abgedunkelt werden würden. Dafür wird aber alles andere abgedunkelt und das sorgt eben für diesen hübschen Kontrast.
Um das Ganze dann auch nochmal herauszuarbeiten, habe ich eben auch hier konkret nochmal eine Kurvenanpassung gemacht mit starkem Kontrast, einfach um das nochmal stärker zu definieren. So, und das ist doch schon mal geil. Das ist im Grunde das Geheimnis hinter diesen ganzen Bearbeitungen. Diese Verläufe, diese Schwarz-Weiß- bzw. Schwarz-Grau- oder Weiß-Grau-Verläufe, mit denen man sich auf einem Gebäude, auf einer Fassade einfach beliebiges Licht neu setzen kann. Ich kann damit die komplette Lichtstimmung eines Bildes von Grund auf neu bauen. Und das ist das Mächtige an diesem Werkzeug. Das funktioniert auch natürlich bei anderen Bildern. Man kann das auch wunderbar für Landschaftsfotos einsetzen, um einfach so Lichtstrahlen auf der Landschaft zu erzeugen. Man kann es auch bei Porträts einsetzen, um bestimmte Lichteffekte zu erzeugen. Da funktioniert es häufiger im Hintergrund ganz gut, vor allem der Radialverlauf, mit dem man ganz hübsche Lichteffekte erzeugen kann, wenn man sie nicht vorher hatte. Aber das ist wirklich ein Tool. Benutzt das, übt das, damit umzugehen. Denn diese Verläufe zu setzen, ist manchmal auch nicht ganz einfach. Gerade so diese schmalen Strip-Verläufe, da brauchst du immer so 15 Versuche, bis man dann den Winkel gefunden hat, der dann passt. Aber wenn wir uns das jetzt hier nochmal angucken, diese ganzen Gradienten, ich habe die hier in einer Gruppe zusammengefasst. Ohne und mit. Das ist schon ein geiler Unterschied. Und das macht einfach dieses ganze Gebäude so viel definierter und so viel interessanter dadurch, dass ich mit den Lichtpunkten und den Lichtstrichen einfach bestimmte Bereiche betonen kann, die sonst einfach in der uniformen Masse untergegangen wären. So, hier ist halt alles mehr oder weniger gleich hell. Und hier habe ich auf einmal so viel Struktur in diesem Gebäude. Ich habe so viele Punkte, an denen ich mich mit dem Auge orientieren kann. Das macht einfach viel mehr Spaß. Wenn ihr dann soweit fertig seid, wenn ihr soweit zufrieden seid mit eurer Bearbeitung, was ich dann immer noch mache, ist, ich kombiniere mir alle Ebenen zusammen und packe sie mir als neue Ebene raus. Auf dem Mac ist das die schöne Tastenkombination Command, Alt, Shift und E. Und dann habe ich hier nur eine neue Ebene, die alle vorherigen Ebenen enthält. Und da mache ich jetzt nochmal einen finalen Camera Raw Filter drauf, in dem Fall nur auf das Gebäude. Ich habe mir also nochmal die Auswahl vom kompletten Gebäude geladen und habe da dann nochmal einen Camera Raw Filter angewendet. Und zwar diesmal mit negativer Klarheit. Ich habe euch am Anfang gezeigt, dass ich die Klarheit so auf 60, 70 hochgezogen habe. Was ich jetzt gemacht habe, ist die Klarheit wieder runterzuziehen. Was das tut, ist, es macht diese Lichteffekte weicher. Und es macht die ganze Fassade ein bisschen weicher und ein bisschen glatter. Das kaschiert so kleine Unreinheiten. Es ist ja im Grunde nichts anderes als ein Weichzeichner. Aber gerade bei den Lichteffekten sorgt es das dafür, dass diese Lichteffekte noch ein bisschen weicher, ein bisschen natürlicher rüberkommen. Und dann habe ich noch generell so ein bisschen an den Kontrastwerten gespielt. Das Schwarz ein bisschen verstärkt, das Weiß ein bisschen verstärkt, um generell den Kontrast anzuheben. Tiefenlichter, das so ein bisschen. Und dann nochmal eine finale Schärfe drüber. Wieder mit der Maskierung, dass also wirklich nur die relevanten Teile geschärft werden. Das sorgt einfach dafür, dass es nicht auf einmal anfängt, hier im Himmel irgendwie zu rauschen, weil ihr zu stark geschärft habt, sondern mit der Maskierung könnt ihr das aushalten. Wie gesagt, denkt an die Alt-Taste dabei. Wenn man sich das jetzt mal im Vorher-Nachher anguckt, so war es also nach den Gradienten und so ist es dann jetzt nach dem Camera Raw. Was ich dann noch machen würde an eurer Stelle, das ist allerdings auch ein bisschen bildabhängig. Wenn ihr Auswahlen habt, die nicht perfekt sind und man sieht das so ein bisschen, dass da vielleicht eine helle Kante ist oder dass es irgendwo, weiß nicht, irgendwo ist ein Punkt, der nicht ganz passt und ihr kriegt es jetzt aber auch nicht hin, das besser auszuwählen. Was da häufig gut funktioniert, ist der Filter, Weichzeichnungsfilter, stärker weichzeichnen, wenn ihr den nochmal auf die finale Ebene anwendet. Man hat jetzt nicht wirklich gesehen, dass irgendwas passiert ist. Wenn man reinzoomt auf 100, 200%, sieht man aber, dass dieser Filter die äußeren Kanten weichzeichnet. Und wirklich nur die äußeren Kanten. Also das ist sehr interessant. Und dadurch sorgt er einfach dafür, dass Kanten, die ein bisschen zu hart ausgeschnitten sind, die nicht so ganz passen von der Auswahl her, die werden dadurch weicher. Und dadurch sieht das ganze Bild einfach homogener aus. Und der Himmel sieht eben nicht mehr aus, als wäre er reingeschoppt, sondern wirklich, als wäre die Aufnahme so entstanden. So, und jetzt sind wir im Grunde durch mit dem Bild. Jetzt habe ich aber noch eine Sache, die ich euch gerne zeigen möchte, weil das etwas ist, was ich in letzter Zeit immer häufiger gesehen habe bei anderen Architekturfotografen und was mich unheimlich fasziniert hat und was ich auch in ein paar meiner Bilder bereits verwendet habe, und das ist Selective Color. Ich bringe also wieder, wie bei einem Color Key,
eine Farbe mit in das Bild rein. Aber anders als bei einem Color Key muss diese Farbe vorher nicht da gewesen sein. Ich kann also einfach irgendeine Farbe mir irgendwo reinmalen. Idealerweise male ich sie natürlich auch nur dahin, wo sie Sinn macht. Und ihr solltet es auch bitte nicht übertreiben, denn Color Keys sind nun leider schon sehr ausgelutschte Bearbeitungen, die man eigentlich so nicht mehr sehen möchte. Von daher passt da ein bisschen auf. Aber es gibt damit coole Möglichkeiten. Und was ich hier gemacht habe, ich habe mir ja nun extra hier unten nochmal so einen Lichtspot hingesetzt, denn natürlich diese Überwachungskamera oder diesen Scheinwerfer, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, was es war, natürlich nochmal besonders rausholt. Und da habe ich mir jetzt einfach noch so ein rotes Licht reingesetzt. Und das gibt dem Bild einfach nochmal so einen extra Ankerpunkt, wo das Auge hinfällt, wo Aufmerksamkeit hingezogen wird und der auch dafür sorgt, dass wenn man sich das gesamte Bild anguckt, das Auge kommt immer wieder zu diesem roten Punkt zurück und zwingt den Betrachter, nochmal über das gesamte Gebäude zu gehen. Und dann wird es wieder zurückgezogen und man guckt sich nochmal das ganze Gebäude an. Das sorgt einfach dafür, dass man länger auf dem Bild verweilt. Außerdem ist es halt ein kleiner, schöner Farbklecks und der macht ein bisschen bessere Laune als ein ganz schwarzes Bild. Das ist auch überhaupt nicht anstrengend hier. Das ist nichts anderes als eine neue Ebene. Da habe ich einfach mit einem Pinsel und roter Farbe hier ein Klecks hingemalt und dann stelle ich diese Ebene auf linear abwedeln und kann dann nämlich über die Fläche, nicht über die Deckkraft, über die Fläche die Intensität dieses Lichtes steuern. Und es passt sich dann nämlich dem Hintergrund an, beziehungsweise dem Licht, was ursprünglich darunter liegt. Und so kann man Licht erzeugen, was ziemlich natürlich aussieht, was wirklich so aussieht, als sei da eine Leuchtquelle drin gewesen. So, und das ist dieser Punkt. Ich werde zu dem Selective Color, werde ich auch noch mal einen Blogartikel von einem anderen Fotografen verlinken, der in diesem Blogartikel einfach einiges an Beispielen zusammengetragen hat, wo Selective Color gerade in der Architekturfotografie unheimlich gut funktioniert und ein Bild extrem viel spannender macht, als wenn es nur einfach schwarz-weiß gewesen wäre. Ansonsten zum Schluss noch mal generell zu dem Thema Schwarz-Weiß, warum überhaupt die ganzen Architekturbilder in Schwarz-Weißen? Das hat im Grunde ein bisschen psychologische Gründe. Und zwar in dem Moment, wo ich ein Bild die Farbe nehme, wo ich also nur noch Graustufen, also Schwarz-Weiß hinterlasse, fokussiere ich automatisch stärker auf die Form, die etwas hat, weil keine Farbe mehr da ist, die mich ablenkt. Farbe wirkt unheimlich ablenkend und kann von einer Form komplett ablenken. Wenn auf dieser Fassade jetzt verschiedene Farben zu sehen wären, wenn hier Streifen von verschiedenen Farben zu sehen wären, dann wären die das Hauptaugenmerk des Bildes, aber nicht mehr unbedingt die Form des Gebäudes. Und deshalb bietet sich gerade in der Architekturfotografie ein Schwarz-Weiß an, um die Form des jeweiligen Gebäudes nochmal hervorzuheben. Und gerade vor schwarzem Himmel erzeugt man so natürlich einen extrem starken Kontrast, der das Ganze nochmal verstärkt. Das Selective Color durchbricht das dann natürlich wieder so ein bisschen, klar. Aber richtig eingesetzt kann es einfach dazu führen, dass ein Bild interessanter wirkt. Und es ist eben aktuell auch wirklich etwas, was in der Architekturfotografie noch nicht so häufig zu sehen ist. Es ist also immer noch so ein, hat noch so einen Seltenheitscharakter. Und mit so einem Bild sticht man auf jeden Fall dann aus der Masse heraus. Gut, ich denke, das wäre es soweit. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen was gebracht. Hinterlasst mir doch in den Kommentaren Kritik und Anregungen, was ich besser machen könnte, was euch nicht gefallen hat. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr einzelne Bearbeitungsschritte jetzt nicht nachvollziehen konntet, lasst mich das wissen, dann mache ich dazu vielleicht nochmal konkret was. Ich plane auch wirklich in Zukunft häufiger Tutorials in dieser Art zu veröffentlichen. Vorausgesetzt, es stößt jetzt auf Resonanz und ihr findet das auch tatsächlich hilfreich. Aber dann mache ich das natürlich gerne. Ansonsten, abonniert mich hier auf YouTube, dann verpasst ihr auf jeden Fall nicht, wenn ich da dann in Zukunft was Neues raushaue. Folgt mir auf Facebook, facebook.com/exploreCreativity. Schaut auf meinem 500 Pix Profil vorbei. Da gibt es die Fotos nämlich in besserer Qualität als auf Facebook. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Und ansonsten hoffe ich, das hat euch Spaß gemacht, mir hier zuzuschauen. Und ich hoffe, dass ich jetzt in Zukunft noch mehr geile Architekturfotos von euch sehe, die vielleicht dann die eine oder andere Technik, die ich euch hier gezeigt habe, umsetzen. Alles klar, haut rein, bis dann.